Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um meine Top 3 Gewitter in 2017. Viel Spaß dabei! Das Gewitter am 6. Juli 2017 war bestimmt nicht das von den Strukturen her beste Gewitter, das ich hatte dieses Jahr. Und es war auch nicht das Gewitter, für das ich am weitesten gefahren bin. Aber die Jagd hier in Rheinhessen, die hat sich schon relativ interessant gestaltet für mich, weshalb ich sage, das ist definitiv in den Top 3. Angefangen hat die Jagd in Wörstadt bei Sulzheim. Ich hatte auf dem Radar eine relativ starke Entwicklung gesehen, die sich weiterhin verstärkt hat, und dachte mir, okay, weil ich jetzt sowieso gerade hier bin, probiere ich das nochmal. Bin sie angefahren und konnte zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts weiter wie Crab sehen. Also man hat einen starken Niederschlagsbereich gesehen und konnte eine Aufwindbasis erahnen. Aber das war zu dem Zeitpunkt noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Allerdings hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die Zelle doch noch ein bisschen mehr im Gepäck hat als nur ein paar verwaschene Strukturen. Deswegen habe ich mich dann ein Stückchen südlich von Wörstadt nochmal hingestellt bei Ensheim. Und in den nicht mal 5 Minuten, die dieser Standortwechsel gedauert hat, hat sich die komplette Zelle komplett neu strukturiert. Also sie hat jetzt einen wirklich wunderbaren Aufwindteller ausgebildet. Und eine Wallcloud konnte man auch schon erahnen, also die Strukturen dafür waren auch da. Und ja, der Auf- und Abwindbereich war jetzt einfach wunderschön voneinander getrennt, also sie war perfekt organisiert. Und ab diesem Zeitpunkt war ich dann nicht mehr der Jäger, sondern wirklich der Gejagte. Die Zelle, die ist immer weiter nach Süden ausgeschert und genau in meiner Fluchtrichtung, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Also die Zelle war jetzt nicht stark genug, dass man wirklich vor ihr hätte flüchten müssen. Aber ich wollte ja noch ein bisschen vor ihr bleiben und noch ein paar Bilder machen. Und ab diesem Zeitpunkt war ich eigentlich nur noch in der Hetze, sage ich mal. Ich hatte an den 3 Punkten, an denen ich zwischenzeitlich noch angehalten habe, gerade mal vielleicht 2 Minuten Zeit, die Bilder zu machen, und dann war sie auch schon wieder zu nah. Und da ich eben nur über die Landstraße nach Südosten flüchten konnte, das hatte mir dann am Ende auch das Genick gebrochen, weil in einem Ort, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, in welchem es war, hatte ich dann einen Schwertransporter und eine Mähmaschine und einen Traktor vor mir. Und diese drei Dinger auch noch hintereinander war dann einfach der Super-GAU. Und dann hatte ich nur noch die Chance, die abziehende Zelle von hinten ein bisschen zu fotografieren, noch ein Stück von der Wallcloud mitzubekommen. Und dann war das Chasing auch schon gegessen. Aber einfach diese rasante Entwicklung von Crab sieht total blöd aus zu, oh mein Gott, krasser Aufwindteller, schön organisiert. Genau das ist eigentlich so der Punkt, warum ich diese Zelle auf Platz 3 sehe dieses Jahr. So, weiter geht's mit dem 25. August 2017. Ihr habt den Vlog von dem Tag ja bestimmt gesehen. Wenn nicht, blende ich ihn jetzt hier oben nochmal ein. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen, wenn ihr die Zeit und Lust dazu habt. Ja, also das war definitiv das kürzeste Chasing für mich dieses Jahr. Ich musste gerade mal 2 Kilometer fahren, um mal in meinem Punkt zu sein. Und es war auch eines der überraschendsten nochmal für mich. Wie gesagt, die Modelle hatten einen Tag vorher noch so gerechnet, dass die Gewitterzellen schon um 15, 16 Uhr durch Rheinhessen durchziehen sollten. Und da ich an diesem Tag bis 17 Uhr habe arbeiten müssen, hatte ich mir überhaupt keine Chancen mehr ausgemalt, dass ich überhaupt noch irgendetwas vor die Linse bekomme. Ja, nach Feierabend dann bin ich aus der Firma raus. Da ist noch nichts durchgegangen. Wir hätten eigentlich genau getroffen werden sollen. Und das hat mich dann schon mal stutzig gemacht an dem Tag. Deswegen einfach nochmal schnell aufs Radar geschaut und gesehen, oh mein Gott, die ganzen Gewitter, die auf 2 Stunden früher gerechnet waren, die sind alle noch ein ganzes Stück westlich von mir und jetzt erst auf dem Weg zu mir. Deswegen dann einfach direkt schnell nach Hause die Kamera geholt und raus aufs Feld und diese wirklich wunderbare Gewitterzelle noch bekommen. Also das war wirklich, damit hätte ich nie gerechnet. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos.
Sie hat auch am Anfang total unscheinbar ausgesehen. Man hat einfach nur ein bisschen das Krummeln gehört, hinter einer grauen Wolkenwand. Und dann langsam konnte man eine Wallcloud erahnen. Also die Wallcloud ging wirklich sehr tief zum Boden. Und ja, diese Wallcloud hat sich dann immer weiter aufgebaut zu einer wirklich sehr imposanten und sehr fotogenen Gewitterzelle. Auch der Inflow-Tail, der war sehr, sehr stark ausgeprägt. Und der Inflow-Bereich auch über meinem Kopf kam aus zwei verschiedenen Richtungen, hat die Zelle die Luft in sich hineingesaugt und hat auch die ganze Zeit Blitze weit vor dem Niederschlagsbereich rausgehauen und positive Blitze. Also es war ein totales, krasses Spektakel. Da musste ich auch überlegen, ob das nicht sogar das interessanteste Gewitter für mich dieses Jahr war, also der Platz 1 gewesen wäre. Aber der wirkliche Platz 1, den ihr jetzt gleich sehen werdet, war dann doch einfach ein viel zu krasses Erlebnis, als dass es noch irgendwas hätte toppen können. Kommen wir jetzt zu dem Gewitter in 2017. Der 19. Mai ist ein Tag, der wird mir wohl noch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben, denn solch eine geballte Power und solch eine geballte Macht bei einem Gewitter habe ich wirklich vorher noch nie erlebt. Ich war an dem Tag mit meinen Teamkollegen von den Stormchaser Rhein-Main unterwegs und wir hatten uns ein Zielgebiet irgendwo nördlich des Thüringer Waldes herausgesucht, was dann am Ende tatsächlich Südsachsen-Anhalt geworden ist, aber dazu gleich mehr. Und wir waren dann irgendwo in Nordhessen, als uns schon Zweifel kamen, weil die Entwicklungen, die über dem Thüringer Wald dann langsam hochgingen, sahen auch auf dem Radar nicht mal gut aus. Also wir hatten keinen Sichtkontakt dazu, konnten nicht beurteilen, ob von den Strukturen her schon irgendwas Spannendes dabei war, sondern einfach nur vom Radar her sah das irgendwie nach Müll aus. Und gleichzeitig, um uns noch etwas mehr zu verunsichern, ging südlich von München eine Superzelle hoch, die relativ gute Strukturen dabei hatte und auch kleinen Hagel brachte und die auf dem Radar einfach sehr gut aussah. Das wäre nämlich so der zweite unwahrscheinliche Punkt gewesen, wo man hätte hinfahren können. Aber wir haben uns dann nicht beirren lassen und sind noch weiter nach Norden gefahren und sind dann irgendwo im Süden von Sachsen-Anhalt gelandet, weil zwischenzeitlich sich dieser Clusterkram aus dem Thüringer Wald herausbewegt hatte und nach Nordosten gezogen war und sich dadurch dann eben auch weiter verstärkt hatte. Und da war eine Gewitterzelle dabei, die die Aufmerksamkeit eigentlich auf sich gezogen hat. Also wir waren zu dem Zeitpunkt dann schon längst unter dem Eisschirm dieser Zelle, was schon beachtlich war, weil diese Entwicklung noch 50 Kilometer von uns entfernt war. Und das sprach dann schon für eine sehr starke Entwicklung. Und auf dem Radar konnte man dann schon Rotation erkennen. Also das Dopplerradar war eigentlich relativ eindeutig. Und ja, wir hatten dann einen Punkt gefunden, irgendwo bei Naumburg müsste das gewesen sein, mit einem wunderbaren Blick über eine Ebene, mit einem wunderbaren Blick auf die Eisenbahntrasse Leipzig-Halle. Und ja, haben da dann abgewartet, weil das Gewitter genau in unsere Richtung gekommen ist. Und angekündigt hat es sich mit einem Dauerkrummeln, also man hatte wirklich durch den Dunst noch keinen Blick auf die Strukturen, auf irgendwelche Strukturen, sondern man hat zuerst das Dauerkrummeln ge gehört. Und damit meine ich auch wirklich Dauerkrummeln. Also das war ein einziger durchgehender Donner, kann man eigentlich sagen. Ja, und dann irgendwann haben sich so langsam die Strukturen aus dem Dunst herausgeschält. Und dann ab diesem Zeitpunkt war es eigentlich klar, okay, wir haben es hier mit einer richtig dicken Superzelle zu tun. Und man konnte auch mit bloßem Auge die Rotation des Aufwindbereiches erkennen. Und aus dem Aufwind dieser Gewitterzelle gingen die ganze Zeit Blitze raus und auch aus dem Amboss die ganze Zeit Crawler über unsere Köpfe hinweg im Sekundentakt. Also das war schon eine wirklich, wirklich beeindruckende Stimmung da vor Ort. Und wie gesagt, von den Strukturen her, sowas habe ich auch bisher noch nie gesehen. Das war eine der spektakulärsten Zellen überhaupt oder die spektakulärste Zelle überhaupt bisher. Und ja, einfach so eine Superzelle mal mit eigenen Augen zu sehen, ist Wahnsinn. Wie gesagt, mein Traum ist es auch, einmal in die USA, in die Tornado Alley zu fahren und da mal Gewitter zu jagen, wo ja solche Strukturen mehr oder weniger in der Tagesordnung sind.
Aber sowas hier in Europa und dazu noch in Deutschland mal vor sich zu haben, ist dann schon was ganz Besonderes. Ja gut, wir haben die Zelle dann relativ nah an uns herankommen lassen und sind dann aber doch irgendwann weg, um vielleicht noch sich noch einmal davor zu setzen, was dann am Ende leider nicht mehr funktioniert hat. Aber wir standen dann unter einer Tankstelle und konnten einfach den Downburst dieser Superzelle genießen. Und der uns aber auch nur gestreift hat, der Kern, weil wir hatten dann nur kleinen körnigen Hagel. Ich habe aber auch Berichte gesehen und gehört über 5, 6 Zentimeter große Hagelkörner, die diese Zelle dabei hatte. Also war nicht verkehrt, dass wir nicht direkt getroffen wurden davon, definitiv. Ja, aber das war, wie gesagt, das Chasing in 2017 und das wird es selbst in 2018 schwer zu toppen sein. Dazu muss dann noch was Dickeres kommen, auf jeden Fall, um da noch davor zu kommen. Ja, das war's auch schon mit den Top 3 Gewittern für mich dieses Jahr in 2017. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug in die perfekten Zeiten des Gewitterjagens gut gefallen. Denn nächste Woche gibt es die Flop 3 sozusagen, also die drei schlechtesten Chasings dieses Jahr für mich, die von den Bildern her nichts geworden sind, für die man einfach umsonst gefahren ist. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat und ob ihr in Zukunft auch mehr noch solche Videos sehen wollt, weil ich habe eigentlich noch ein paar geplant. Und ich würde mich auch auf jeden Fall über einen Like sehr freuen. Und falls ihr es noch nicht habt, abonniert mich doch und bleibt immer auf dem Laufenden, was die Gewitter in Deutschland auch in 2018 angeht. Bis dahin, einen schönen Abend noch.